whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute probieren wir den Suntory Yamazaki aus Japan, den Punchen. 48 Volumenprozente, nicht kühl gefiltert. Und ja, wir haben gestern schon den Suntory Yamazaki Sherry Cask probiert. Und habe ich das Video für Sie hier und natürlich die ganze Liste an Suntory Yamazaki Whiskys, die ich schon probiert habe. Dieser Whisky ist also das neueste Mitglied der Yamazaki-Serie vom Suntory-Konzern und er reifte jetzt in einem Punchen. Ein Punchen ist also ein etwas größeres Fass, typischerweise so rund 500 oder knapp 500 Liter. Und der Gedanke, den Yamazaki dabei hatte, war, durch größere Fässer eine langsame Reifung zu erhalten. Warum? Ja, in größeren Fässern wächst die Oberfläche weitaus schwächer als das eingeschlossene Volumen. Und damit kommt weniger Fasswand pro Liter Inhalt und damit reift ein Whisky langsamer. Was steht jetzt hier drauf? Ja, diese Fässer wurden also in der Suntory eigenen Cooperage hergestellt und jetzt fragt man sich natürlich, wo kommt diese Eiche her, das steht jetzt hier nicht, denn ich habe schon mal bei Suntory Whiskys probiert, die aus japanischer Eiche waren, die also einen ganz eigenen Eichenholzstich hatten im Vergleich zu den europäischen oder zu den amerikanischen Fässern. 480 Liter hat also dieses Fass gehabt. So, dann das Gleiche, was ich gerade gesagt hat, für eine Langzeitreifung. Aber Sie sagen nicht, wie alt der Whisky ist, 2013 abgefüllt. Keine Ahnung. Ne? Im weichen und dampfigen Klima von Yamazaki, von der Yamazaki-Region. Aha, hier steht's. Northern American White Oak, also amerikanische Weißeiche. Das heißt, jetzt haben wir mal ausnahmsweise riesengroße oder doppelt so große Fässer wie normal aus amerikanischer Weißeiche. Das kriegt man woanders nicht, ne? Weil die Amerikaner stellen ihre Standard American Standard Barrel her und Punkt. Ne? Die Schotten vergrößern das ein bisschen aufs Hogshead mit 250 aus amerikanischer Weißeiche. So, jetzt fängt man langsam an in Spanien und in Portugal. Nicht fängt man langsam an. Man hat schon 80% der spanischen Sherryfässer sind mittlerweile aus amerikanischer Weißeiche, weil das billiger ist. Aber da lag dann vorher immer Sherry drin. Und dies hier sind jetzt wohl frische. Ja, so klingt's. Ne? Süße Aromen, tiefe, reiche Aromen. Ja. Tasting Notes, Color Gold. Das unterschreibe ich sofort. Aroma, Vanille, Bananen, Honig. Das ist Brennereicharakter mit amerikanischer Eiche. Im Geschmack trocken, leicht würzig, ja. Auch amerikanische Eiche ist dann, wenn sie frisch ist, leicht würzig. Im Finish trocken und crisp. So, dann schauen wir mal. Auch diese Flasche ist genauso wie die Sherry Cask Flasche nicht ganz günstig gewesen. Also ich glaube, sie brauchen im Shopsystem gar nicht nachzuschauen. Ich glaube, die sind schon weg. Aber ich schätze mal, wenn die sich gut verkauft haben, werden wir da in Zukunft mehr sehen. Auch diese Flasche wieder mit Schraubverschluss, weil ein Korken Fehlaromen an einen Whisky abgeben kann und da kennen die Japaner keinen Spaß und deshalb wird da verschraubt. Golden. Oh, ganz was anderes. Das ist Brennereicharakter. Für sich. Sofort für sich. Dann ganz, ganz deutliche, intensive Vanille. Und dazu so ein Getreidearoma. Hat er da was geschrieben? Vanille, Bananen, Honig. Jetzt, wo ich mich beeinflusst habe, da, also entfernte Bananen, drücken wir es so aus, könnte man feststellen. Und der Honig ist eher mehr so eine
die Süße von den Pfirsichen verbindet sich mit diesem Getreide. Honig ist das für mich nicht. Ja, auf jeden Fall gewisses Süßes drin. Ne? Jo, das Ding ist intensiv, würzig, kraftvoll, nicht bitter, nein, würzig, kraftvoll, bleibt süß. Jo, toll. Und bisschen Karamell und jetzt hin bis zum Lakritze. Jo. Jetzt wird er aromatischer. Jetzt riecht es viel, viel stärker nach Eiche. Die Vanille lässt nach. Intensive, ja fast scharfe Früchte kommen nach. Und jetzt kommt auch ein bisschen der Honig. Und zwar dieser, nicht so Waldhonig, sondern so richtig Langnese süß, ne? Honig aus Zucker. Hui, tolles Ding, ist mal was komplett anderes. Ja, er schmeckt wie ein schottischer Whisky, nicht wie so ein europäisches, kontinentaleuropäisches Experiment. Nein, richtig nach Whisky. Yamazaki hat ordentliche Potstills, hat ordentliches Malz, das da also vom Brennereicharakter auf jeden Fall Schottland kommt. Und bei den Fässern jetzt mal ja, American Oak auf eine ganz andere Art und Weise betrachtet. Und zwar First Fill American Oak und dann lange Reifung. Ja, wie lange weiß man jetzt nicht? Längere Reifung oder langsamere Reifung. Dass sich also die subtraktive Reifung des Brennereicharakters anders mit der additiven Reifung der Fässer verbindet. Das war jetzt ein Geschwall, ne? Ja, gut. Brauchen Sie gar nicht im Shop-System nachzusehen, ist schon wieder weg. Ich hoffe, dass wir in Zukunft mehr von solchen Flaschen sehen werden. Allerdings werden Sie keine von diesen Flaschen unterhalb von 100 Euro sehen. Muss man sich also wirklich überlegen, ob man diese japanischen Experimente nun wirklich haben muss. Weil für 120, 140 Euro gibt es schon auch in Schottland eine ganze Menge toller Whiskys, die dann bekannt gut sind. Da muss man nicht auf solche Experimente, auch wenn sie toll ausgefallen sind, zurückgreifen. Jo. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.